Hallo und ein herzliches Erwache. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Strafkolonie Online. Ja, diese sowie die nächsten drei Folgen sind nachkommentiert. Warum, wieso, weshalb? Das liegt daran, dass am Ende der 110 mein PC abgeschmiert ist und die Audioaufnahme von anderthalb Stunden Videomaterial nicht gespeichert wurde. Juhu! Sehr geil, sehr geil. Ja. Deshalb erstmal nur nachkommentiertes Gameplay. Es tut mir furchtbar leid, das ist ein bisschen doof. Aber es ist jetzt nicht so viel aufregender Shit in der Audioaufnahme passiert. Also, es wird jetzt ein bisschen was passieren, auf jeden Fall. Aber, so, ich hatte jetzt nichts, was ich jetzt großartig angekündigt oder gesagt habe. Naja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die nächsten drei Folgen relativ, ja, spannend werden. Es ist nämlich was Nettes so zustande gekommen. Aber dazu mehr, wenn es jetzt gleich, soweit ist. So, warum ich jetzt hier nicht weitergemacht habe. Ach ja, ich erinnere mich, glaube ich. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich hatte mein Aufnahmeschild raus an die Tür gegangen. Ich habe so ein nettes Schild, ja, einlaminiert, ja. Und immer wenn ich aufnehme, hänge ich das einfach raus, so damit jeder Bescheid weiß nach dem Motto, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Funktioniert ganz gut. Sagen wir mal 99% aller Fälle. So. Erwache. Hier haben wir Avis und Kor Ephraim. Ach so, ja, ich hatte angekündigt oder ich habe erklärt, dass ich circa eine Woche nicht gespielt habe. Und deshalb habe ich hier geschrieben, ich kehre aus dem Sumpf zurück nach meiner Meditation. Mehrwöchigen Meditation, genau. Wie gesagt, ich hatte ungefähr eine Woche oder so nicht mehr gespielt. Und, ja, im RP war ich halt im Sumpf meditieren. Genau. Muss kurz dazu sagen, ich hatte halt wirklich, wo ich die letzte Zeit jetzt die Pause hatte, war es halt so, dass ich halt auch in der Woche auch nicht so wirklich SKO gespielt habe. Aber ich muss zugeben, ich hatte die letzten seit August, seitdem ich wieder angefangen habe mit SKO, seit August habe ich wirklich so gut wie jeden Abend, nicht jeden, aber so gut wie jeden Abend mindestens 2 Stunden gespielt oder so im Schnitt. Also ich war wirklich echt aktiv da und bin es jetzt auch so an sich wieder. Nicht ganz so krass vielleicht, aber so alle 2-3 Tage gucke ich für 2-3 Stunden schon mal rein, ne? Und während ich das hier gerade nachsynchronisiere, habe ich schon die nächsten Folgen wieder aufgenommen gestern Abend. Ich habe jetzt bis zu 114 habe ich jetzt Folgen. Bis zur Folge 114. Und hier hatte Avis was so ein... Er hat versucht, glaube ich, ein bisschen zu sticheln. Mir wäre es genehmer, wenn ihr euch öfter blicken lassen würdet, Bruders Robbers. Die Anhänger brauchen einen Novizen, an den sie sich wenden können. Ich selbst bin nicht immer zur Stelle. Da habe ich einfach nichts drauf gegeben. So. Weil, ganz ehrlich, ich, der wirklich übelst oft da bin und mal eine Woche Pause macht, wird dann sofort angepokt. Ey, komm mal öfter an, ja, das mag ich nicht. So, ja, da habe ich schlechte Erfahrungen mit Classic Corinus, ja. Naja, aber ich nehme es Avis nicht übel. Dass so ein Ausrutscher kann mal passieren, weißt du, das passiert jedem mal. Ja. Der Dunwaruwa, der gleich wieder Abgang gemacht hat, als der uns so hier oben gesehen hat. Ich meine, ich will jetzt mal nicht von dem Karim oder von dem Kaius anfangen zu sprechen oder von dem Net. Ja, von den Templern, die so gut wie nie da sind. Ja, und dann geht Avis mich an, so, das geht nicht. Ja, entspann dich mal, Bruder. Entspann dich mal. So, jetzt trinke ich mal was. Das
Sorry, das war ein Kaffee. Ja, ich trinke hier gerade neben mir einen Kaffee, aber ich habe mich leider ein bisschen verschluckt. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte das alles nicht. Ja, es ist, ich bin ein bisschen müde. Was haltet ihr von einem Opfer? Rovan? Okay, opfern wir Rovan. Gut. Quatsch. Ja, das ist der Knotenpunkt der nächsten drei Folge. Ein Opfer. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber darum wird es die nächsten drei Folge gehen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ist relativ lustiger Shit bei passiert. Fangen wir mit Murdock an. Lol, stimmt. Die Aufnahmen, die hier sind, die sind jetzt auch schon ein paar Tage alt. Also ich weiß jetzt auch nicht alles mehr genau. Es war so ärgerlich, wirklich nach den drei Folgen, nach bis zu 110, wie gesagt, habe ich halt... Oder 111 oder so, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall... Ist mein PC halt abgeschmiert, so. Das war so richtig bitterlich. Richtig, richtig ärgerlich war das, naja. Jo. Ich muss mal kurz nebenher WhatsApp gerade was ganz kurz schauen. Ich überlege auch, welche Musik ich einfügen werde. Ein Tier. Ich habe gerade ein Pulver hergestellt, welches sich bereits bewiesen hat. In den letzten Opfergaben. Sprecht doch mit Gerufen. So. Eine Art ruhig stellendes Pulver aus Sumpfkrautextrakt der ähnlichen. Schätze ich jetzt mal. Und gibt es in Essen Fleisch oder Beeren, je nach Tier. Einem Tier. Genau, das war so ein Satz, den ich einfach nicht mitgeschnitten habe. Ich habe es einfach nicht gerafft, was der von mir wollte. Ich habe es einfach nicht kapiert. Zieht von seinem Gurt einen Beutel und hält ihn Avis hin. Kapier den Satzbau gar nicht. Also krass, Ruvon guckt so rüber zu den drei und wir gucken so zu Ruvon nach dem Motto, was hat er als nächstes vor? Ich bin mir fast nicht sicher, aber ich glaube, das war der 12. Februar, wo ich die Folgen aufgenommen habe. Ein Tag oder zwei Tage vorm Valentinstag. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr. Kann sein. Irgendwie sowas in der Dreh war das auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt euch auch auf jeden Fall auf die folgenden Folgen ab der 112 auch freuen. Da könnt ihr gespannt sein. Da passiert auch ein bisschen cooler Shit. Also ich will da auch noch nicht zu viel spoilern, aber das wird geil. Sag ich euch jetzt schon mal. Vor allem lustig. Es wird auf jeden Fall lustig. So viel sei schon mal gesagt. So, nebenher habe ich hier ein bisschen OOC gefragt, was da so abgeht, weil ich habe echt keinen Meter gerafft, was die wollten. Ich habe es einfach nicht gerafft, was die von mir wollten. Oder was Ephraim in dem Fall von mir wollte. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Avis AFK. Ah, nee, ich will jetzt AFK, das bin zu blöd. So, irgendwie so. So. Gut, was hatte ich denn so als... Ach ja, das, jetzt weiß ich wieder. Ich hatte noch irgendwann in den Folgen über einen Film berichtet. Ich war nämlich im Kino gewesen
und habe mir The Forest angeguckt. Ja. Ein Horrorfilm. Ich kann ja, für die, die ihn noch nicht gesehen haben, ich will natürlich nicht spoilern, ja, aber ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen meinen Eindruck vom Film geben und vielleicht auch so für die, die nicht wissen, worum es dort geht, noch ein bisschen erklären, also aber jetzt nicht spoilern halt, also ich versuche da jetzt eine gute Mischung zu finden, aber ich finde der Film, ich fand ihn halt in der Hinsicht gut, dass ich ihn jetzt doch, denke ich mal, erwähne, weil ich habe das nämlich in der Aufnahme auch gemacht. Und zwar geht es bei The Forest um Folgendes. Als ich den Namen das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, oh geil, eine Verfilmung von The Forest, vom Videospiel. Aber nein, dem ist nicht so. Es ist so, dass dieser Film, der spielt in Japan. Ja. Es ist so, dass dort ein Wald existiert, der auch im Volksmund der Selbstmörderwald genannt wird, so ein bisschen. Und ja, dieser Wald lässt, also wenn man als Mensch dort in diesen Wald reingeht und man ist traurig wegen irgendwas, lässt es irgendwas ganz Lapides, also irgendwas ganz Einfaches sein, ja, du bist halt traurig und gehst in diesen Wald spazieren, so, dann lässt dich dieser Wald durch deine Trauer oder durch deine Angst oder was auch immer, dieser Wald lässt dich Dinge sehen, die nicht existieren. Diese ganzen Dinge geschienen nur in den Köpfen dieser Leute. So, erstmal hier der Schläfer erwache Goruon. Deshalb ist es so, dass zum Beispiel Menschen, die halt traurig sind und in diesen Wald reingehen, von dem Wald Dinge sehen, schreckliche Dinge sehen und sich deshalb umbringen. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht traurig sind oder glücklich, und halt also sozusagen glücklich sind oder gleichgültig, die können halt durch den Wald gehen, ohne was zu sehen, was die jetzt schrecklich finden. Außer die Leichen, die natürlich wirklich existieren. Also die Menschen, die dort reingehen, sich umbringen, die existieren ja wirklich, die Leichen, so. Deshalb kann ein Mensch, der jetzt zum Beispiel glücklich ist und in diesen Wald geht, nur die Leichen sehen. Das, was natürlich beklemmt und traurig ist, so. Aber die Menschen, die traurig sind oder von Trauer erfüllt sind, in diesen Wald gehen, sehen die Leichen und dazu zusätzlich noch diese schlimmen Dinge, die der Wald einen sehen lässt. Das sind Fata Morgan, ja, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Fata Morgana. Die existieren nicht, diese Dinge, aber der Wald lässt dich diese Dinge sehen. Das sind ganz grausame Sachen. Beispiel vielleicht später noch. Und deshalb bringen sich dann auch, oder führen die Leute, kommen die Leute halt dazu, dass sie sich dann halt umbringen, so. Okay. So, in diesem Film wird die Geschichte von zwei Schwestern erzählt, von zwei eineiigen Zwillingen. Es ist so, dass die, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ja. Also es sind halt zwei eineiige Zwillinge und die eine, die fährt halt irgendwann aus irgendeinem mysteriösen Grund, den ihr erfahren werdet, wenn ihr den Film seht, fliegt nach Japan in diesen Wald. Also ich muss zugeben, ich habe den Anfang, die ersten 20 Minuten habe ich selber nicht so ganz durchgeblickt, muss ich zugeben. Aber irgendwie ist es so, dass die halt dort in diesen Wald halt fliegt, nach Japan dann fliegt, in diesen Wald. Und die andere Schwester, die macht sich halt mega Sorgen, bla bla bla. Das ist halt so ein bisschen so ein Familiending. Und die fliegt ja halt hinterher und will die halt suchen, weil die halt sich mega Sorge macht, weil die halt von diesem Wald halt gehört hat und was da passiert und so. Und die will die halt versuchen, dort rauszuholen wieder. Darum geht es eigentlich in diesem ganzen Film. Das ist so diese Kernstory, die eigentlich passiert. So, ich will jetzt keine Einzelheiten nennen oder so. Wie gesagt, also ich kann den Film eigentlich echt empfehlen. Also das ist ein Horrorfilm mit Jumpscares, mit traurigen Szenen, mit lustigen Szenen auch einige Male. Aber an sich hat der Film eine echt gruselige Message. Und ja. So wie ich das halt auch weiß, ist es halt so, dass der Wald halt wirklich existiert und dass sich halt wirklich dort Leute umgebracht haben und dass der ganze Film um diese Thematik halt läuft. Und die andere Zwillingsschwester, die halt suchen will, lernt dann dort halt so einen Typen kennen, der dann mit ihr zusammen und einem Führer dort und einem Guide sozusagen in diesen Wald reingeht. Und dann geht sozusagen, dann ist kein Vorgeplänkel mehr, sondern dann geht der Horror los sozusagen. Und es ist ganz cool aufgezogen. Also, es sind wirklich einige richtige Abfuckstellen dabei, wo man wirklich denkt so, oh, Alter, nee, Mann, ey, am liebsten hätte ich jetzt nie hingeguckt. Aber
Also das ist eine echt gute Mischung geworden aus Horror, Survival so ein bisschen und ja, Psycho auch noch so ein bisschen vielleicht mit dazu. Also das ist wirklich eine ganz gute Mischung geworden. Der Film ist nicht überladen mit Horror, aber man hat immer so ein beklemmendes Gefühl, wenn man sich den reinzieht. So, und man denkt sich dann so, ah, nein, warum machst du das, weißt du? Und ja, und das Ende ist halt wirklich zum Teil befriedigend, zum anderen unbefriedigend. Die einen würden sagen, okay, es ist ein Happy End, andere würden wieder sagen, es ist echt ein trauriges Ende, so wie ich das zum Beispiel sagen würde. Aber was da natürlich passiert, will ich nicht verraten. Also ich bin eigentlich der Meinung so, dass das Ende ist halt echt ein bisschen so, es kam sehr unverhofft und plötzlich, also ich habe nicht mit dem Ende gerechnet zu dem Zeitpunkt. Und es war so, dass, also das Ende ist schon echt ein bisschen traurig, also muss ich jetzt mal ehrlich gesagt so zugeben, obwohl es auch einen guten Teil am Ende gibt. Aber wie gesagt, das muss man sollte sich den wirklich mal angucken. Also die so auf so Horror-Sachen so stehen, so, die können sich den auf jeden Fall mal geben. Es ist jetzt natürlich kein Saw oder so, wo die ganze Zeit Blut splattert oder so eine Sachen oder so die ganze Zeit abgeschlachtet wird. Es ist wirklich so ein Film, wo der mehr so auf Jumpscares beruht und auf ja, so ein Touch-Zombie vielleicht sogar noch ein bisschen mit. So ein Touch-Zombie ist da noch mit bei. Aber wie gesagt, kann man sich wirklich mal angucken. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe. Bestimmt 5 Mal oder so. Nee, also kann ich eigentlich nur empfehlen. Und obwohl ich persönlich ja eigentlich überhaupt nicht so der Filmegucker bin. Also ich gucke ganz selten mal Filme. Ich weiß gar nicht, ich bin auch vielleicht höchstens 2 Mal im Jahr im Kino oder so. Also ich bin da echt nicht öfter. Viele fahren ja jetzt gerade übelst auf Deadpool ab, wo ich aber sage, okay, ich habe den Trailer gesehen und fand den danach nicht mehr so geil. Ich bin einer der wenigen, der das sagt. Ich kenne nur ganz wenige Leute, die dasselbe sagen. Die meisten sagen, was, Deadpool, voll geil und so. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich kenne mich nicht so aus in den Marvel-Universen und mit Batman und die ganzen Comic-Helden und bla bla bla, Spider-Man ist und so, das hat mich nie interessiert. Genauso wie Star Wars. Ich kann nicht verstehen, wie Leute auf Star Wars abgehen, Alter. Das ist, naja, man muss da einfach ein Faible für haben. Ich zum Beispiel bin ein riesiger Verfechter der Herr-der-Ringe-Trilogie und der Hobbit-Trilogie zum Beispiel. Aber mit Star Wars, mit diesem ganzen Sci-Fi-Zeug, damit konnte ich nie was anfangen. Ja, nehmt mir das bitte nicht übel, das ist halt mein Geschmack so. Ich meine, wer sich das anguckt, von mir aus gerne, um Gottes Willen. Also, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht schlecht reden oder so. Aber mein Ding ist es einfach nicht. So. Und genauso verhält sich das halt auch mit diesen ganzen Marvel-Sachen. So Hulk und so. Ich habe das nie geguckt. Nie geguckt, hat mich nie interessiert, dieses Universum. Da gibt es ja noch irgendein anderes Universum. Ich weiß gerade gar nicht, wie es gibt. Wie das heißt. Marvel und. Ich habe keine Ahnung, aber da gibt es irgendwie 2 Universen mit Comichelden und bla. Keine Ahnung, mir hat das mal irgendeiner vor kurzem. Ein Kumpel hat mir das neulich mal erklärt, so, aber ich habe das echt vergessen wieder. So, im Hintergrund läuft hier immer noch Gameplay zu Strafkolonie. Das ist mehr so Commentary, so, was ich hier gerade so mache. Aber das freut mich auch mal so, weißt du. Ich kann jetzt mal einfach so frei von der Leber, kann ich jetzt einfach mal zulabern und kann jetzt einfach mal so gerade, was mir gerade so durch den Kopf geht, kann ich jetzt gerade mal so ein bisschen rauslassen. So, das brauche ich jetzt auch mal, das ist ganz gut. Yo, genau, soweit zu Deadpool. Wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen. Die Sprüche an sich, okay, habe ich mal geschmunzelt hier und da. Aber der Synchronsprecher ist so eine Flasche, Alter. Ich finde, der hat das so unlustig rübergebracht, einfach, sodass ich dann das Endfazit nach diesem Trailer habe ich gesagt: Ja, nee, muss ich jetzt nicht für Geld ausgeben, ganz ehrlich. Aber so alle, die ich kenne, so, ja, Deadpool, voll geil, so. Also wirklich nur eine Handvoll Leute, die sagen, ja, nee, kann ich auch nicht so verstehen. Wirklich alle so, boah, Deadpool, voll nice. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht, so. Ich schätze mal 80%, 90%, 95% aller Kommentare, so, ja, Deadpool, voll geil. Würde mich mal interessieren, was da so, so geil dran ist. Also, wenn mich jemand einladen würde zu dem Film, so dass ich nichts bezahlen müsste. Dann würde ich auch mitkommen. Ja, so ist es nicht, um es mir mal anzugucken. Aber so, ich selber würde dafür jetzt keine Münze ausgeben. So. Nun denn, wir haben hier nebenher mit Goruvon gesprochen und wollen eine Falle für einen Wolf aus. Oh Gott, aufgestoßen. Wir wollen eine Falle für einen Wolf auslegen.
Gut, gesagt, getan. Ruvan holt, glaube ich, Seil. Und, ja, wir fragen mal Donny, was der so für eine Idee dabei jetzt hat. Wie er einen Wolf fangen würde. Genau, um mal kurz wieder Bezug zum Spiel herzustellen, was hier im Hintergrund läuft. Ich labere euch hier gerade mal voll. Es würde jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Folgen so gehen, aber YOLO muss auch mal sein. Genau. Ja, wie gesagt, so Kino, so. Also, wie gesagt, Filme bei mir eher wirklich weniger. Das war früher mal mehr, aber so seitdem ich so sehr auf YouTube aktiv bin, seit 2012, 13, so gar nicht mehr. Also habe ich wirklich überhaupt keinen Bezug mehr zu Fernsehen. Also wirklich fast null. Es ist so, dass ich hin und hier und da noch Serien gucke, aber ganz wenig, ganz, ganz wenig nur. Momentan gucke ich gerade eine schrecklich nette Familie, die komplette Serie, die komplette Staffeln. Das mache ich immer so hin und wieder mal, so wenn ich Abendbrot esse oder so, oder Mittag esse oder so, gucke ich mir 1, 2 Folgen an. So, aber das war's. Aber ich setze mich da jetzt nicht 3 Stunden hin und gucke mir da jetzt, was weiß ich, 15 Folgen an oder so. Das mache ich nicht. Genauso wie Animes. Es gibt nur einen einzigen Anime und von dem weiß ich nicht mal, ob es wirklich ein richtiger Anime ist. Weil es gibt ja da noch hunderte andere Variationen von Anime. Es gibt ja dann noch, was weiß ich, Anime und... Weiß ich nicht, was gibt's da noch? Irgendwie gibt's da noch ganz, ganz andere Sachen, wie die auch manchmal anders heißen und so, aber trotzdem im selben Stil sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne mich da halt nicht aus. Wie gesagt, Animes so habe ich bisher eigentlich nur einen einzigen komplett durchgeguckt und das war früher, wo ich noch zur Schule ging. Avatar, Herr der Elemente. Diese ganze Story um Aang und so weiter. Das hat mich damals richtig gefesselt, muss ich zugeben. Das fand ich richtig spannend und cool. So mit diese Elemente, dieses Bändigen von Erde, Luft, Feuer und Wasser und so weiter. Ich fand das so geil. Da gab es ja auch irgendwie mal einen Kinofilm dazu. Den habe ich mir auch mal angeguckt. Aber da gab es nie eine Fortsetzung, glaube ich. Oder wenn doch, habe ich nie was davon mitgekriegt. Der hieß Die Legende von Aang. Wo da so ein bisschen die ersten paar Folgen so erklärt wurden, verfilmt wurden, so in echt. So. War ganz lustig, aber fand ich halt nicht so cool. Da fand ich der Zeichentrick, den fand ich viel besser. Wie gesagt, den habe ich gesuchtet, wie blöd. Das war so die Zeit, wo ich keinen... Wann war denn das so? 2009? 10? 11? So irgendwas in der Drehe, so. Wie gesagt, da hatte ich halt kein YouTube gemacht. Habe zwar gezockt so schon, aber ich hatte halt kein YouTube gemacht. Und in den... Das Coole war... Meine Schule, meine Mittelschule war, ja, ich war auf der Mittelschule, ich war nicht auf dem Gymnasium. Die war von mir zu Hause vielleicht, so als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, die war vielleicht so 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten, oder vielleicht gerade so 10 Minuten Fußweg entfernt, wirklich nix. Und wir hatten in der 8. Klasse, 7., 8. Klasse so, immer so Freistunden zwischen Sport und den normalen regulären Fächern. Das heißt, wir hatten immer so, was weiß ich, 5 Unterrichtsstunden und, oder 6 Unterrichtsstunden und, nee, Quatsch, wir hatten Blöcke gehabt. Wir hatten 3 Blöcke gehabt. Wir hatten immer 3 Blöcke, ein Block immer 80 Minuten, zwischendurch immer 10 Minuten Pause oder 15 Minuten und dann eine 4. Stunde, die nannte sich WPA, Wochenplanarbeit nannte die sich. Da wurde von jedem Block wurden 10 Minuten weggenommen und dann hat man eine halbe Stunde WPA gemacht. Genau, also vorher war es ja so, 90 Minuten Unterricht, 3 Blöcke am Tag und manchmal noch 4 Blöcke mit Sport am Ende. Aber irgendwann hatten die das so abgeändert, dass von jedem Block halt 10 Minuten weggenommen wurden und sozusagen von 3 Blöcken minus 10 Minuten, das heißt 30 Minuten. Und da diese 30 Minuten hat man dann nach den 3 Blöcken nochmal dran gesetzt und das hat man dann WPA genannt. Und in dieser WPA-Zeit konnte man Hausaufgaben machen. Das war eigentlich voll cooles System, wenn man das mal so sieht. Und wir hatten da so richtige Pläne gehabt und alles so, also von den Hausaufgaben und so. Das heißt, man musste sich eigentlich nie zu Hause hinsetzen und das zu Hause machen. Fand ich eigentlich ganz cool, so im Nachhinein gesehen, aber damals hat mich das natürlich... Das ist angepisst. Ich war halt relativ zeitig immer fertig mit meinen Aufgaben. So, ich war Montag, Dienstag habe ich übelst durchgezogen, war dann halt schon fertig und Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich in der WPA-Zeit eigentlich immer nur Bullshit gemacht. Wie viele andere und dann so Gummi. Verdammt, solche. Wie nennt man das?
Krampenschießen, genau. Wir haben immer Krampenschießen gemacht, haben uns so Gummis mitgebracht, haben dann so aus Papier solche Krampen gebaut und haben die dann immer durchs Zimmer rumgeschnipst. Das war voll geil. Oh shit, Mann, ey, da kommen Erinnerungen hoch. Und wir haben russisches Roulette gespielt, also jetzt nicht das klassische russische Roulette mit Pistolen, sondern mit 2-Euro-Stücken. Aber das kann ich ja dann noch später erklären, vielleicht in der nächsten Folge. Oh Mann, ey, jetzt kann ich mal meine ganzen alten Schulstories rausholen, Alter. Wie geil ist das denn, Mann? Boah, das muss ich jetzt mal machen. Also könnt ihr euch schon mal auf die nächste Folge gefasst machen, ja? Ja, in der nächsten Folge kommen so ein paar School-Stories vom Korge, Alter. Da dürft ihr gespannt sein, da gibt's einiges zu erzählen. Wie geil! Boah, Alter, sich mal so wieder erinnern soll an den ganzen Scheiß, den man in der Schule gemacht hat, Mann. Oh, das machen wir. Nächste Folge machen wir das auf jeden Fall. So. Alter, jetzt habe ich voll in Rage geredet. Hier im Gameplay. Wir haben Donny gequatscht. Rowan hat jetzt das Seil mitgebracht. Und, ja. Wir werden jetzt sozusagen eine Grube ausheben. Wie Donny das gesagt hat. Und werden sozusagen dann das Ganze als Falle tarnen und dann wird hoffentlich ein Wolf in die Falle gehen. Wir werden sehen, wir werden gespannt sein. Genau, wir brauchten jetzt noch eine Schaufel als Item, aber das haben wir glaube ich nicht gemacht. Gut, gleich endet die Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid und dann haue ich vielleicht so ein paar alte School-Stories von mir raus. Boah, geil. Das wird nice, da freue ich mich schon ein bisschen drauf.